Wartet mal. So, passt das ein bisschen besser. Haben wir es endlich geschafft, dieses Feld fertig zu machen. Also wie gesagt, ich bin mir noch echt unklar, wie wir das mit dem Strom machen. Weil wir haben ja verdammt viele Ballen und das wird ja erstmal eigentlich schon reichen. Für eine Weile. Doch, jetzt ist der nicht mal voll. Alter. Aber gleich ist so ein Haufen, oder? Oh, war schon ganz schön viel, aber nee. Jetzt erst. Meine Fresse, ist das ein Berg. Alter. Wo ist denn der Grubber? Da hinten. Ach so. So. Und stopp. Zuklappen. Zuklappen. Ich würde jetzt gern den mal losschicken. Und er soll uns auch wieder Weizen sehen. Selbstverständlich der Elfer, aber ich habe jetzt keinen Bock, den aufzufüllen. Dazu habe ich jetzt keinen Nerv. Kann's fahren. Aber was hat denn der für ein Gewicht vorne dran? 100 da, ach mein Gott. Und mir ist auch noch eingefallen. Nee, mir ist nicht eingefallen. Noch so eine kleine Sache. Also zumindest doch, wie wir jetzt so Silic oder so, wie wir daran kommen. Da müssen wir uns, keine Ahnung, warte mal, ich wollte die Karte machen. So auf Feld, also ich sehe doch, da wo der Bahnhof ist, links halb oben, da ist ja Feld 5 und Feld 6. Und da würde ich mir, glaube ich, dass die dann beide kaufen oder eins, weil die kosten ja fast gar nichts. Und da ein bisschen Mais ansehen, weil man kann sich hier dieses Dings kaufen. Den hier. Dieses von Pöttinger MEX5. Den haben wir ja bei Björnheim schon mal ausgetestet. Ich und Safo, also wir haben bei Björnheim den schon. Und ich würde den mal für die Map hier nehmen. Auch so in der Variante, wie wir es da gemacht haben. Aber klar, es dauert eine Weile, aber bei so einem kleinen Feld müsste das ja auch nicht jetzt zu lange dauern. Deswegen mal schauen, weil Silic bräuchten wir eigentlich auch. Alter, wir haben ja riesen BRG hier auch, also so ist nicht. Klar, Rasen haben wir auch genug. Gibt's hier nicht eine Wiese? Naja gut, es gibt so viel Gras hier, da brauchst du lol. Da brauchst du gar keine Wiese, aber trotzdem. Ich will nicht unbedingt so ein. Ey, das wäre Hammer, wenn man zum Feld erstmal mit Wiese macht. Ey, das ist ja voll versaut. Und man das dann nie wieder wegkriegt. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass man das auf der PS4 oder Xbox One nicht wegkriegt. Weil das geht auf PC, selbstverständlich kriegst du es bei PC wieder weg. Mit dem JNC-Editor, also oder mit einer Map, mit einem Map-Editor oder so. Damit würdest du es locker wegkriegen. Sorry, dafür ein Dreck. Achso, was? Also, na klar. Ich wollte gerade gucken, was ich für Musik höre und jetzt checke ich, was das für ein Müll ist wieder mal. Ja. Dem Safler wurde die Musik jetzt gefallen, mir jetzt unbedingt nicht, aber ich also trotzdem. Gucken, ob er das. Ach nee, oder? Wäre machbar. Dass wir so eine Balle noch zusammenkriegen? Ach mein Gott, reicht ja nicht mal. Lol.
Die Bude haben wir auch eingebuchtet wieder. Der kann jetzt erstmal abgestellt werden in New Holland. Mach noch so ein Schauspieltraktor. Ach so, muss er mal den wegbringen. Der hier. Der müsste noch sich entleeren. Sicher haben wir es doch in der Folge noch wenigstens geschafft. Groban wird nicht mehr in der Folge. Aber. Ah ne, der fährt. Ich wollte gerade sagen, was macht der da? Läuft trotzdem. Passt so. %89 wie in der Beinpresse, auch nicht schlecht. Oh, Schilling, shit. Oh. Alter. Bum, 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 bum. Aber was ich auch nicht schlecht finden würde, wenn es mal so ist. FIFA. FIFA! Fami, also kurz was ab, LS15. Wenn es jetzt eigentlich gibt es ja LS17 dann demnächst wieder. Also 2016 kommt das ja dann raus, logischerweise. Halt für PS4 und so 2017. Und eigentlich wäre das doch richtig nice, wenn die mal die Zeit anpassen würden, also so wie spät sie jetzt ist es dann auch so im Spiel. Du joinest halt rein, keine Ahnung, wir haben es jetzt in meiner aktuellen Zeit ist 17:26 Uhr. Das wäre doch mal nice, wenn jetzt 17:26 Uhr wäre und keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach raus. Spiel um 8 wieder und dann ist es da auch um 8, also dass die Zeit real mitläuft und es auch real dunkel wird, weil man könnte, das wäre viel genialer. Guck mal, die Tage würden vergehen. Selbstverständlich muss man das nicht machen, es müsste ja eine Funktion geben, dass man das aus- und anschalten kann, aber trotzdem, es wäre nice, weil du könntest dann jeden Tag so ein bisschen was machen. Es wäre schon angebracht, weil du kannst dann feiern, also sozusagen sagen, jo, ich mache Feierabend heute, das wäre doch ideal. Also, das wäre schon mal was Interessantes für LS17. Aber zurzeit gibt es ja noch LS15 und da gibt es auch noch vieles zu entdecken. Den können wir auch gleich hier stehen lassen. Da gibt es auch noch sehr viele Sachen zu entdecken. Also, so ist nicht. Stopp. Danke. So, der steht. Achtung. Ne, warte mal, das macht der hier. Weil das ja schon ein ganz schön schweres Gefährt hier ist. So, da wollen wir doch mal hier Stroh reinmachen. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich selbstverständlich auch wieder mal, dass ihr dabei gewesen seid. Und selbstverständlich dürft ihr in der nächsten Folge sehen, was wir jetzt vorhaben. Ich bedanke... Wow. Okay. Ich bedanke mich selbstverständlich bei euch mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut in die Videobeschreibung und schreibt uns Kommentare. Was ist mir eigentlich sowas von egal? Hauptsache kommuniziert mit uns, gibt uns eure wundervolle Community und wir bedanken uns selbstverständlich auch bei den Abonnenten, die uns abonniert haben. Das gibt auch wirklich einen Daumen hoch für euch. Ich bedanke mich, ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag oder Abend oder Vormittag oder früh, wann ihr halt die Folge seht. Ich bedanke mich. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis morgen oder demnächst.